Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich ermahne mich und rufe mich und euch zur Gottesfurcht auf. Die Gottesfurcht ist genau das, was euch am jüngsten Tag erretten werden wird. Allah subhanahu wa ta'ala ruft uns dazu in mehr als einem Vers im Koran auf. Unter anderem sagt er, o die ihr glaubt, fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten. Liebe Geschwister, jeder von euch hat mitbekommen, was in den letzten Tagen geschehen ist an Weltereignissen oder zumindest Ereignissen, die die ganze Welt betroffen hat. In einem kleinen Land, das nicht mehr ist als eine abgelegene Insel irgendwo im Norden des Atlantik. Dort ist ein Vulkan, ein kleiner Vulkan, der Feuer rausgespuckt hat, Lava rausgespuckt hat, unter einer Eisdecke. Und dann hat er unglaublich große Wolken an Staub in die Luft gejagt und der Wind ist dann gekommen und hat diese Staubwolken zerstreut oder getrieben über Europa und hat Gesamteuropa, liebe Geschwister, in ein Durcheinander versetzt und hat dazu gebracht, dass die Flüge alle gestoppt werden müssten und kein Flugzeug konnte fliegen. Die Flugzeuge haben aufgehört zu fliegen, die Flughäfen mussten geschlossen werden und ungefähr 113, liebe Geschwister, europäische Flughäfen haben geschlossen. Mehr als 63.000 Flüge wurden annulliert. Die Verluste der Fluggesellschaften belaufen sich auf ca. 250 Millionen Dollar täglich. Und diejenigen Menschen, die davon betroffen sind als Reisende, sind ca. 7 Millionen Menschen. Sie alle können nicht weiter. Und sie alle, die Geschwister und die ganzen Flughäfen, die Seele, sind umgewandelt worden von Flughafenseelen in zu Orte, an denen die Menschen übernachten und schlafen. Und das alles unabhängig davon, wie viel Verluste den Firmen eingebracht hat, die exportieren und importieren. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, sagte im Koran sinngemäß, lasst euch ermahnen, o ihr diejenigen, die Einsicht habt. Eine einzige Staubwolke von einem einzigen Vulkan, irgendwo abgelegen, ganz oben, weit oben von uns gesehen, bringt ein gesamtes Kontinent in Panik, versetzt es in Panik und Angst und bringt dazu, dass die ganze Bewegung hört auf, liebe Geschwister, den Luftraumfahrt hört auf. Was ist, liebe Geschwister, wenn es mehrere Vulkane gewesen wären? Das ist eine Angelegenheit, die den Menschen dazu bringen muss, nachzudenken, zu überlegen und sich ermahnen zu lassen. Denn ein Muslim, ihm gehen solche Ereignisse nicht einfach so vorbei, an ihm vorbei, ohne dass er etwas davon mitnimmt. Und der gläubige Mensch, liebe Geschwister, er interpretiert die Ereignisse, die Allah subhanahu wa ta'ala geschehen lässt, gemäß seiner Aqida und seinem Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist überzeugt davon, dass alles Gute, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, aufgrund Allahs Gunsterweisung und aufgrund seiner Barmherzigkeit ist. Und er ist sich sicher, dass alles, was Übles geschieht auf dieser Welt, geschieht und Allah subhanahu wa ta'ala weiß davon. Und es ist so, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagte, das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala so bestimmt und gewollt. Er subhanahu wa ta'ala hat die höchste Weisheit in allem, was er plant und anordnet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über sich selbst, er wird nicht gefragt nach dem, was er tut, sie aber werden gefragt nach dem, was sie tun. Der gläubige Mensch hält inne und macht Stopp und lässt sich ermahnen durch das, was geschehen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, liebe Geschwister im Koran, und wir senden die Zeichen nur, um Furcht einzuflößen. Was für Zeichen sind das? Sind das irgendwelche Zeichen, die so wie ein Vulkanausbruch, der sehr selten vorkommt? Nein, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sendet auch andere Dinge, an die wir gewohnt sind, trotzdem sendet er sie, auch um Furcht einzuflößen. Liebe Geschwister, Vulkane
Erdbeben, all diese Dinge sind nichts anderes als Herrscharen der Herrscharen Allahs subhanahu wa ta'ala, die er auf seine Diener losschickt, wann er möchte und auf wen er möchte und auf welche Art und Weise er möchte. Das ist eine Androhung und eine Prüfung und eine Strafe. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über seine Herrscher im Koran, aber niemand weiß über die Herrscher deines Herrn Bescheid außer ihm. Und es ist nur eine Ermahnung für die Menschenwesen. Es, gemeint ist hier, die Sengende, As-Saqar. Liebe Geschwister, der gläubige Mensch macht sich bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, solche Zeichen zu senden, wann er möchte. Diese Staubwolken, liebe Geschwister, die aus kleinen Partikeln bestehen, die Motorenwerke, liebe Geschwister, der Flugzeuge außer Kraft setzen können und die tödlich sind, wenn man sie einatmet für das Lungengewebe. Es ist nicht vernünftig, auf solche Ereignisse zu schauen und sie als natürliche Ereignisse zu bezeichnen und zu sagen, das ist eine natürliche Sache, die dort geschehen ist. Und sie erwähnen das Wort Natur so oft, Hauptsache sie erwähnen nicht den Schöpfer dieser Natur. Und liebe Geschwister, es ist nicht vernünftig zu sagen, dass es einfach so geschehen, weil aufgrund der, und dass man das einfach zurückführt auf bestimmte Ursachen, ohne dabei zu vergessen, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer dieser Ursachen ist. Wer so etwas tut und das als Naturspektakel bezeichnet, der bezeugt über sich selbst, unachtsam zu sein. Unachtsam gegenüber dem Schöpfer dieses Universums, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran folgendes. Er ist es, der euch den Blitz als Grund zur Angst und zum Begehren sehen und die schweren Wolken entstehen lässt. Und der Donner lobpreist ihn und desgleichen die Engel aus Furcht vor ihm. Und er sendet die Donnerschläge und trifft damit, wen er will. Dabei streiten sie über Allah, wo er doch stark im Streiten ist. In dieser Ayah, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr und nicht weniger erwähnt, als den Blitz, den er aus Angst und zum Begehren sendet, und Wolken und Donnerschläge, liebe Geschwister, mit denen er trifft, wen er möchte. Auch diese Dinge sind Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschafft und sind Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala sendet, wann er möchte, und Herrscharen Allahs. Allah sagte, und dies ist nichts anderes als eine Ermahnung für die Menschen. Was geschehen ist, ist ein Zeichen Allahs. Ein Zeichen für die Diener, die gläubig sind. Eine Ermahnung für die Schlafenden. Und eine Warnung für die Schlechtestuenden. Die gläubigen Herzen lassen sich ermahnen. Die unachtsamen Herzen, wisst ihr, was sie machen? Die unachtsamen Herzen in solchen Angelegenheiten, sie schauen auf den wirtschaftlichen Verlust. Und sie schauen Nachrichten, um zu sehen, wie die Sache weitergeht. Im Sinne von, dass sie einfach nur neugierig sind, was dort geschieht. Sie beobachten den Vulkan und schauen, wann er wieder aus, ob er bricht er aus oder beruhigt er sich. All dies, liebe Geschwister, und sie vergessen den Herrn des Vulkans. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, sagte, sie haben Herzen, mit denen sie nicht nachdenken. Und sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Sie sind wie das Vieh. Nein, sie sind noch weiter abgeirrt. Das sind die Unachtsamen. Liebe Geschwister, ein Zeichen dafür, dass das eigene Herz wirklich unachtsam ist, ist, dass man solche Ereignisse mitbekommt und das Herz wird nicht dadurch erschüttert. Und das Herz wird nicht dadurch in Bewegung gesetzt und man macht einfach weiter in seinem Wahnsinn und man macht einfach weiter mit seinen Sünden und folgt einfach weiterhin seinen Neigungen, ohne sich daran zu erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht uns damit etwas sagen möchte. Der Gläubige, liebe Geschwister, hat ein lebendiges Herz. Und er folgt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in solchen Angelegenheiten. Und ihr wisst, dass unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam, wenn er einen starken Wind gesehen hat, etwas wie ein Orkan, oder er hat Wolken gesehen am Himmel, dann hat man dies an seinem Gesicht erkannt. Und er hat sich bewegt, rumgelaufen, wie jemand, der Angst hat. Jemand, der Angst davor hat, dass die Strafe Allahs auf ihn kommt. Und dies alles nur aufgrund von Wolken, die er gesehen hat, sallallahu alaihi wasallam. Wie ist es dann, liebe Geschwister, mit Dingen, die man sieht, die 11 Kilometer ungefähr in die Luft hinaufragen.
All dies, liebe Geschwister, und ihr wisst auch, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, als die Sonne sich verfinstert hat zu seiner Zeit sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht einfach das angeschaut und hat sich eine Brille genommen und hat in die Luft gestarrt und beobachtet, wie diese Sonne sich verfinstert und dann wieder aufgeht und Astronomen gefragt, wie das funktioniert und warum das so ist. Sondern, liebe Geschwister, er hatte Angst sallallahu alaihi wasallam. Er ist so schnell aus seinem Haus voller Angst hinausgegangen und hat sogar sein Kleid hinter sich hergeschweift, weil er es nicht mehr anziehen konnte. So schnell ist er aus dem Haus rausgegangen, aus Angst davor, dass die Stunde eintreffen könnte. Und heutzutage sieht man, liebe Geschwister, Leute, die solche Ereignisse sehen, entweder mit eigenen Augen oder über das Fernsehen oder anders, und trotzdem, sie lassen sich nicht ermahnen und sie haben keine Angst, weil sie sich vollkommen sicher fühlen, dass ihnen so etwas nicht geschehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, liebe Geschwister, sie schätzen Allah nicht ein, wie es ihm gebührt. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Liebe Geschwister, das, was geschehen ist, ist ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist. Jalla jalalu. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Allahs Kraft über jegliche Kraft steht. Was Allah will, das wird geschehen. Und was Allah nicht will, das wird nicht geschehen. Und er ist zu allem allmächtig. Und er ist zu allem, hat zu allem die Macht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrlich zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Liebe Geschwister, der Mensch ist überheblich, überschreitet seine Grenzen, prahlt auf dieser Erde und behauptet, etwas Besonderes erlangt zu haben, hohe Errungenschaften erreicht zu haben an Wissen und an Technik und alles Mögliche und denkt, er braucht seinen Herrn deswegen nicht mehr. Und von Zeit zu Zeit sendet Allah subhanahu wa ta'ala Zeichen, damit der Mensch sieht, wie schwach er ist und wie unfähig er ist und wie dringend er seinen Schöpfer subhanahu wa ta'ala braucht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, O ihr Menschen, ihr seid es, die Allah bedürftig sind. Allah aber ist der Unbedürftige und der Lobenswürdige. Wenn er will, lässt er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung hervor. Was haben die ganzen Länder gemacht mit ihrer modernen Technik und mit der Kraft, von der sie immer reden, vor einem einzigen Soldaten der Soldaten Allah subhanahu wa ta'ala? Konnten sie ihn aufhalten? Konnten sie ihn zurückweisen? All dies ist nicht geschehen. Man konnte nur zuschauen, was geschieht. Man konnte gar nichts verändern. Man konnte nur abwarten, darauf hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sache wieder zurücknimmt. Liebe Geschwister, all dies, obwohl sie diesen Stand an Wissen und Technik erreicht haben. Wo ist ihre Kraft? Wo ist ihre Fähigkeit? Wo sind ihre ganzen Studien, die sie gemacht haben über Vulkane und weiß nicht was, damit man weiß, wann welche ausbricht? Wo sind ihre Untersuchungen? Wo sind all diese Sachen, liebe Geschwister? All dies konnte Allah subhanahu wa ta'alas Anweisungen nicht zurückweisen. Sie prahlen mit ihrer Kraft und mit ihrer Überheblichkeit und sie lassen sich täuschen. All diese Entwicklung, all dieser Fortschritt, liebe Geschwister, er konnte niemandem etwas nutzen vor einer einzigen Wolke aus ähnlichem wie Rauch. Und dies, liebe Geschwister, weil sie sich täuschen lassen und in einem Traum oder sie leben in einer Täuschung, liebe Geschwister, weil sie denken, dass sie geschützt sind in dem, was sie gebaut haben, und sie denken, dass sie sich sicher fühlen aufgrund der Technik, die sie haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, bis dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie haben, dann kommt unser Befehl über sie bei Nacht oder bei Tag. Der gläubige Mensch, liebe Geschwister, der lässt sich erinnern durch dieses Zeichen. Er lässt sich erinnern und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran sinngemäß, dass die Ungläubigen immer weitermachen mit dem, was sie weitermachen, bis die Stunde eintreffen wird, plötzlich über sie kommen wird oder eine unfruchtbare Strafe über sie kommen wird. Liebe Geschwister, deswegen sollen wir nicht so sein wie sie. Das ist eine Eigenschaft der Kuffar. Und das ist keine Eigenschaft eines gläubigen Menschen, dass man Dinge betrachtet, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, unabhängig von dem, der sie erschaffen hat, und unabhängig von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen vielleicht damit mitteilen möchte. أقول بما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
Liebe Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Alles Lob gebührt Allah und Allahs Segen und Heil nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, Ayat, die uns immer wieder an ihn erinnern sollen und Ayat, die immer wieder aktuell sind. Jedes Mal, wenn man den Koran liest, findet man Bezug, findet man eine Verknüpfung zwischen dem Koran und den eigentlichen Geschehnissen dieser Welt. Wie auch nicht, wo Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer aller Dinge ist. Er sagt subhanahu wa ta'ala, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Fürchtet euren Herrn und seht euch vor einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Wahrlich, Allahs Versprechen ist wahr. Deswegen lasst euch nicht täuschen. Deswegen lasst euch nicht täuschen durch dieses diesseitige Leben, durch dieses weltliche Leben und lasst euch nicht täuschen durch den Täuscher. Das ist der Shaitan. Wahrlich, Allah, er weiß, wann die Stunde eintreffen wird. Und er ist derjenige, der den Regen herabsendet. Und er ist derjenige, der weiß, was sich in den Bäuchen der Mütter befindet. Und niemand weiß, was er morgen erwerben wird. Und niemand weiß, an welchem Ort er sterben wird. Wahrlich, Allah ist allwissend und allkundig. Liebe Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denjenigen Menschen macht, die aus solchen Ereignissen profitieren. Und dass er dafür sorgt, dass unsere Herzen, die eingeschlafen sind, aufwachen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen nicht sterben lässt, sondern dass er sie auferweckt, damit wir ihm subhanahu wa ta'ala, denn am jüngsten Tag, liebe Geschwister, wird nur jemand erfolgreich sein, der zu Allah mit einem gesunden Herzen kommt. Und solche Ereignisse, sie rütteln das Herz wach. Und insofern, liebe Geschwister, sind sie etwas, was die Herzen wieder lebendig macht, walhamdulillah. Und deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt viel mehr noch zu erzählen, was ich auch vorhatte zu erzählen, aber das können wir inshallah verschieben auf einen anderen Tag, entweder auf die heute Abend, die Sitzung inshallah für die deutschsprachigen Geschwister, um 19 Uhr wie immer. Möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa barakallahu fikum. Wa aqim as-salah.